Sieht hübsch aus eigentlich. Ja, gut. Also Tag 1 Anreise. Ja, wie lange hat die Anreise gedauert? 8 Stunden. Wir hatten ein ziemlich cooles Hotel. Ich brauch's gar nicht zu suchen, das da ist es. Hier vorne, wo Hotel Bar steht. Ja, ja, wir werden voll stark sein. Das ist, das muss wohl klar sein. Und was macht man, wenn man am nächsten Tag den höchsten Berg Europas besteigen will? Ich nenne das Video das Mont Blanc Experiment, weil es noch nicht klar ist, wie es ausgeht. Also ich sage jetzt, ich gehe hier lieber drauf, als da nicht hochzugehen. Oh. Die Sache ist, ich bin aber gerade ziemlich voll schon. Ah ja, wir werden sehen. Was soll schon schief gehen? Also wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, wir schaffen es nicht. Soll ich dir fertig? Gute Nacht, Jungs. Um 7 sind wir aufgestanden, mussten aber bis 8 warten, bis die Supermärkte offen haben, weil wir noch keinen Proviant hatten. So. Moment, ne, wir hatten Proviant. Wir hatten noch keinen Proviant, Alter. So, das ging dann so aus, dass wir, ja, wir haben eingekauft und dann haben wir erstmal jeder einen Salat gegessen. Was ist los jetzt, gell? Wir sind ein bisschen schlecht von dem Salat gerade. Ich sag ja, im Lachs war auch irgendwas drin. Top. Wir sind schlecht von den 20 Spielen. Ja, genau. Das ist auch ein guter Punkt. Du hast ja klassischerweise dir wieder deine 15 Snickers gekauft als Bergproviant, wie immer. Ja, aber beste Investition ever. Also, gestartet sind wir in Leusch, wollten den Berg am Stück machen. Also wir wollten uns nicht nachher vorwerfen lassen, dass wir irgendwie einen Lift genommen haben oder so. Wir haben wirklich das ganze Scheißteil selber bestiegen. Ne? Oh, wie beschissen die scheiß Garmin-Website schon wieder ist. Der Dominik macht gerade ein Product Review. War insofern spannend, weil 2200 Höhenmeter waren es, glaube ich. Ja. 10 Kilometer, 2200 Höhenmeter. Insofern eigentlich schon die Frage, ob Etappe 1 überhaupt gut geht, aber... Absolut. Wir haben 4 bis 5 Stunden gebraucht, wir haben uns nicht groß beeilt. Wir hatten eh die Zeit, wir mussten eh am Abend nur in die Tête Rousse. Nein! Wie das scheppert, ey. Ich gehe auf jeden Berg mit 1 Liter Wasser und das hat bis jetzt immer perfekt funktioniert. Sag ja. Perfekt. In Berg mit so einem Gletscher kannst du mit 1 Liter Wasser besteigen. Was wir nicht wussten ist, dass es keinen einzigen Bach gibt. Also man muss auch dazu sagen, es ist ein Rekordsommer. Es ist so heiß wie schon lange nicht mehr. Es gab keinen einzigen Fluss, keinen Bach, nichts, woraus man trinken konnte. Das heißt, weiß ich nicht, nach 500 Höhenmeter war mein Wasser leer und ich muss Schneefelder suchen. Da ist ein bisschen Eis. Ich muss was trinken, ey. Geht nicht mehr anders. Was ist der da macht? Nur um jetzt so dreckiges Scheißwasser da. Oh mein Gott. Zu trinken. Ich hätte doch eh gleich pinkeln müssen. Schneefelder. Du meinst dann so Ecken, wo seit Monaten irgendwo sich Schnee noch verdammt hat. Die waren auch Frauen. Ich meine, das ist gefrorenes Wasser, das ist wie wenn in die Gefriertruhe was liegt. Das ist ja auch nach einem halben Jahr noch gut. Natürlich, klar. Also es war top, mein Plan ist völlig aufgegangen. Das ist wirklich eins der besten Gefühle ever. Ich bin so happy gerade. Das ist schon fast schwach war. Ist ja alles gut gegangen, also mein Plan ist völlig aufgegangen. Wir waren um die Mittag, nee, kurz nach Mittagessenszeit waren wir auf der Tête Rousse. Aber die sahen auch. Also der Typ war ja... Easy, Alter. Nee, ich glaube, wir waren 25 Minuten nach Spaghetti Bolognese. Ach, oder? Als sie die Küche zugemacht haben, kamen wir an. So, perfekt. Wenn du den ganzen Tag nur Snickers gegessen hast, dann machen sie zu, bevor sie dir Spaghetti Bolognese kommen. Okay. Ist noch egal. Ja, das ist die gute Tee. Was ja alles halb so wild gewesen wäre, hätten wir die Hütten am richtigen Tag gebucht, aber leider habe ich da ein bisschen verkackt und habe die Hütten alle einen Tag später gebucht, als es eigentlich der Plan war. Aber die White Patrol war ja Gott sei Dank sehr zuvorkommend und haben uns dann doch noch schlafen lassen. Genau, diese White Patrol ist eine Idee gewesen vom Bürgermeister von Chamonix und Déhouche, weil der wurde aufgefordert von Sarkozy, dass die schauen sollen, dass nicht jeder Idiot auf den Berg kommt und die das so ein bisschen kontrollieren sollen, wer eben hochkommt, wie die Ausstattung ist, sind die fit und vor allen Dingen haben die Hütten gebucht. Fehler passieren, mein Gott, was soll ich sagen? Also, wir wollen doch jetzt aber auch nicht so kleinkariert werden. Ne? Also ich meine, letztendlich hat ja alles funktioniert. Oh Mann.
Als Vorspeise Gemüsesuppe? Gemüsesuppe, dann irgendwas, glaube ich, mit Chicken. Echt? Und dann so Muffin. Das ist richtig geil, das Zeug. Ach, scheiße, die. Die Linse ist voll verploppt. Naja. Und dafür, dass wir gestern auf Strack waren, hat das hier gut funktioniert. Ich weiß. Ich auch, auf jeden Fall. Das war mich angedrungen. Wir haben hier noch einen kurzen von dem bekommen. Ende. Der war mega. Ja, voll. Ja, dachte, voll. Wir waren ja auch schon eigentlich daheim, also im Zimmer. Den kurzen und dann ab ins Bett. Der erste Verletzte, das war ein. Wie alt war der? 12? Ja. Ein 12-jähriger Junge mit seinem Guide. Offenes Knie, alles geschwollen. Er konnte kaum laufen. Der Junge wurde dann direkt mit dem Helikopter abgeholt. Danach wurde sich dann zum Sonnenuntergang eingefunden. Das ist eigentlich echt noch ganz cool. Jeder trifft sich auf dem Plateau und man guckt zusammen den Sonnenuntergang. Flo, du Idiot. Flo, pack das Handy weg, das sieht man. Du stehst also vor dem schönsten Sonnenuntergang ever mit deinem Handy. Meiner Meinung nach ist das auch das, was das ausmacht. Also der Moment, wo wir da gehockt haben, auch ich fand das extrem cool. Das war einfach nur, keiner hat ein Wort gesagt. In so einem Moment ist dann halt einfach pure Kameradschaft und das sind die Gründe, warum wir, denke ich, okay. Zum Basecamp. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Ja. Was ganz interessant zu wissen ist, halt auf der Tetros, so schön es da ist, Wasser hat 6 Euro, glaube ich, gekostet. Und das Dinner hat 31 Euro gekostet. Ich würde vielleicht zusammenfassend sagen, dass es weder auf der Tetros-Hütte noch auf der Butete fließend Wasser gibt. Und das Wasser, was man dort zur Verfügung gestellt bekommt, ist abgefüllt in Flaschen und die kosten dann halt 7 Euro das Stück. Evian. Es ist Evian, immerhin. Aber das muss man natürlich sowohl zum Trinken als auch zum Waschen und alles weiter benutzen. Dementsprechend geht man damit sparsam um. Was hat die Übernachtung gekostet? Die Übernachtung ist auf jeden Fall deutlich billiger, wenn man DAV-Mitglied ist. Genau beziffern kann ich das jetzt gar nicht, aber wenn man kein Mitglied ist, meine ich, wäre es um die 50 Euro. An der Tetros haben wir im Basecamp übernachtet. Das ist ein Lager außerhalb der eigentlichen Hütte. Jetzt beziehen wir unser Basecamp direkt unterm Grand Couloir. Geil. Das ist wirklich geil, das hier. Freue ich mich sehr drauf. Dort sind Zelte aufgebaut mit Feldbetten darin. Och jo, hier optimal, oder? Ich leg mich quer. So, wer will mit mir schlafen? Der Flo. Ja? Nee. Flo? Ihr schnarcht halt beide gleich laut. Ja, das ja. Da würde ich das strategisch verteilen, dass wir auf keinen Fall alle schlafen können, oder? Weil der Witz ist ja, das ist das Grand Couloir, ne? Das wäre mir nicht unlieb, wenn es weiter weg wäre. Ja, wobei, die haben ja hier schon diese Sigma-Gruppe, also kann ich dich beruhigen. Und die haben ja auch genug. Ja, nicht, dass du dich schon wieder einscheißt. Ja, genau. Nee, aber das ist okay, Dominik, ich gehe mit dir runter. Die sind ja auch sturmsicher eigentlich. Guck mal, wir haben nicht eingegangen. Also, die sind ja auch sturmsicher eigentlich, weißt du? Die sind sturmsicher, nur einmal berührt. Grundsätzlich eine ganz coole Sache, weil man sich wie auf so einer Expedition vorkommt. Das ist eigentlich echt gemütlich. Aber es ist kalt. Die schreiben halt, man soll Schlafsäcke etc. mitbringen. Haben wir auch gemacht. Allerdings nur einen Sommerschlafsack. Schissenste Nacht ever, Alter. Also ich habe eine Viertelstunde geschlafen. Je länger? Eine. Ja, so drei Viertel. Ja, es war Horror. Es war wirklich Horror, ja. Das kann man zusammenfassend so sagen, ja. Ja. Die Nacht war sehr kurz, eiskalt und man hat permanent Lawinen und Gerölllawinen gehört.
Wir sind um 7 Uhr aufgestanden. Wir hatten keinen Zeitdruck. Wir wollten nur zur Goethe-Hütte an dem Tag zum Akklimatisieren vor allem. Dominik, 50er Sonnencreme? Nö. Was macht Stimmung? Aufgeregt? Freude? Gar nicht. Anspannung? Gelangweilt? Ja, wirklich gar nichts. Man macht es ja auch nicht zum ersten Mal. So. Das erste, was auf der Tagesordnung stand, war das Grand Couloir zu überqueren. Was auf Deutsch übrigens das große Couloir heißt. Das Grand Couloir ist eine natürliche Rinne im Berg. Und man kreuzt es möglichst früh am Tag, damit die Steine möglichst noch festgefroren sind. Ansonsten hat man wirklich sehr viel Steinschlag an der Stelle. Jetzt ist das hier aber ein sehr, sehr warmer Sommer gewesen und man hat wirklich die ganze Nacht durch Schnee und Gerölllawinen an allen anderen Hängen gehört. Und das war ein bisschen demotivierend. Es ist beruhigend, dass das jederzeit passieren kann. Ich konnte in der Nacht auch überhaupt nicht pennen, habe glaube ich ja, so eine knappe Stunde geschlafen und musste halt eigentlich die ganze Zeit an Steinschlag denken und meinen kleinen Sohn, der jetzt bald ein Jahr alt wird, und habe gemerkt, dass ich eigentlich von Anfang an nicht so richtig auf dem Berg war mit dem Kopf. Und ja, das war dann der Moment, wo ich entschieden habe, nicht weiter aufzusteigen. Und ab dem Moment, wo ich den Schluss für mich gefasst habe, ging es mir eigentlich auch wieder gut. Traum hat zwar geplatzt, aber es war, glaube ich, auch eine Erfahrung, die jetzt nicht besonders schön war, aber doch wichtig. Und ja, gehört halt mehr dazu, als nur fit zu sein, sondern auch irgendwie mental muss man einfach bereit sein. Ich denke, das ist auch sehr respektabel, an der Stelle dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt runter. Weil es ist leichter, einfach weiterzugehen, anstatt... Ne. Doch, ist richtig. Wir haben auch gemerkt, wie schwer die Entscheidung gefallen ist. Der Flo ist einer unserer erfahrensten Teammitglieder. War auch scheiße, ihn zu verlieren in dem Moment, aber müssen wir respektieren, war eine absolut richtige Entscheidung. Und ja, wir wollen natürlich niemanden in Gefahr bringen, der nicht dafür bereit ist. Sollen wir eigentlich das Video schneiden? Mein Abstieg oder euren Ausstieg? Ja. Deine Hose, brauchst du die noch? Es ist so eine leichte Fletterei mit denen. Besser. Da haben wir übernachtet, ne? Jetzt geht's über so ein Schneefeld. Dann hier direkt an den Berg, da ist das Grand Couloir. Und da oben ist tatsächlich auch schon die Goethe-Hütte. Was das Tagesziel ist. Im Endeffekt haben wir nur 800 Meter heute. Waren ja extra schön langsam zum Akklimatisieren und so. Und Flo ist jetzt raus. Glücklicherweise muss man sagen, war es ja am Vortag so, dass die meisten Steine schon runtergekommen sind, wie auch die Bergwacht bestätigt hatte, weil ich noch mit einer anderen Bergsteigerin dort gesprochen hatte, die mit der Bergwacht gesprochen hatte. Okay, das war... Bergwacht muss noch. Sag ich das nicht, ich würde nur mal Bergwacht sagen. Also von... Halt die Fresse jetzt! Für uns beide stand als nächstes dann die Überquerung des Grand Couloir an. Zum Bandscheibenvorfall. Was? Nix. Lachst du mich aus? Nee, ich lach mit dir. Als wir dann dort angekommen sind, kamen glücklicherweise in dem Moment keine Steine runter. Das heißt, wir haben einfach nur Gas gegeben, sind darüber gerannt. Folge. Ready? Okay. Set? Nicht nach oben gucken. Okay, ich komme. Und haben es eigentlich relativ problemlos dort drüber geschafft. Und im nächsten Schritt stand dann eben Kletterei an, im 1er und 2er Bereich, würde ich jetzt mal sagen. In der Passage braucht man absolute Trittsicherheit. Es ist eine einfache Kletterei, aber abrutschen bedeutet Totalverlust. Es gibt aber auch einige Sicherungsmöglichkeiten. Der Helikopter, der fliegt hier verdächtig oft. Da sind wir die nächsten paar hundert Höhenmeter rauf zur Goethe-Hütte weitestgehend geklettert. Es war eine sehr angenehme Kletterei. Wir haben einige Seilschaften gesehen, die sich gegenseitig gesichert haben. Fanden wir in dem Moment nicht nötig. Kann man aber mit Sicherheit so machen. Wir wollten Zeit sparen und war auch einfach ein freies Gefühl. Die Kletterei ging dann parallel zum Grand Couloir.
Und je weiter man hochkam, desto mehr hat man die Steinschläge eben permanent neben sich gesehen. Und die Steine sind von Faustgröße bis Fußballgröße. Und was man in dem Moment macht als höherstehender Kletterer, ist ins Tal zu rufen. Eben, wir haben Rocks gerufen, die ganzen Franzosen, man chute Pierre. Und das Fiese ist einfach, dass die Steine, man hört die natürlich nicht fliegen, man hört immer nur mal so ein Tock, Tock, und zwischen diesen Tocks sind eben 50 Meter, weil die Dinger halt so schnell sind. Und wenn wir runtergerufen haben, das hat auch immer gut funktioniert, das wurde von anderen Kletterern weitergegeben, nur in einem Fall war es halt so, dass einer schon im Sprint drüber war, den es dann auch erwischt hat. So, okay, ja. Wir stehen hier genau im Grund, wo du warst. Das kommt hier, kommen die Dinger mit 300 Sachen oder so gefühlt runter. Da unten, da muss man kreuzen. Ja, wenn du so einen Teil in die Fresse bekommst, ist Weihnachten angesagt. Seine ganze Seilschaft war dabei. Innerhalb von Minuten war auch der Heli da. Wir konnten von der Position, wo wir waren, auch nichts machen. Mensch, wie viele Menschen hier denn abgeholt, seitdem wir hier sind? Ja, alle für die Stunde entstanden. Tja, hat's ausgesehen, suchen sie noch einen. Tja, scheiße. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob er es geschafft hat. Jetzt gerade beim Schneiden fällt mir auf, wie kalt das fast rüberkommt, aber das ist alles so surreal. Und das sind einfach auch Sachen, auf die man sich einlassen muss. Damit muss man klarkommen, wenn man das machen will. Für uns, muss man sagen, lief der Aufstieg relativ problemlos ab. Wir waren in knapp 4 Stunden oben an der Gauthier-Hütte. Am Ende des Aufstiegs erreicht man dann erst die alte Gauthier-Hütte. Und dann sind es nur noch ein paar hundert Meter über ein Schneefeld zur neuen Gauthier. Kaiserwetter. Der Wind ist kalt, ey, aber die Sonne kracht hier so rein. Man merkt richtig, wie man sich so einen Sonnenbrand züchtet gerade. Der Tagesetappe vorhin war ein bisschen niedrig gesteckt, wir sind schon durch. Aber dafür gibt es jetzt Spaghetti Bolognese. So, damit auch jeder Bescheid weiß hier. Das hat alles super geklappt und wir hatten eigentlich dann auch fast den ganzen Tag noch da oben, um zu chillen. Und das haben wir auch gebraucht, weil der Aufstieg bis dahin war echt anstrengend. Und die Nacht vorher. Einmal dran gedacht, was zu filmen. Was hier auch gibt. Tatsächlich echt okay. Also wir schmecken beide absolut gar nichts. Das ist ja auch nicht dem Essen geschuldet, sondern der Höhe. Aber wir werden hier gut versorgt. Wir haben guten Mittag gegessen, haben dann Mittagsschlaf gehalten, dann Dinner gegessen. Und dann eingeschlafen. 4,1 Kilometer. Okay. Die Zeit 4 Stunden 20 laut Komoot. Und da waren wir bis jetzt immer ein Viertel drunter, ne? Locker. Na gut, können wir ausschlafen eigentlich. Wir haben versucht zu schlafen, wobei das auch nicht immer so einfach war, weil der ein oder andere gemeint hatte, da irgendwie rumzuschreien. Es ist sehr hell, höre ich auf der Gute. Da sind große Schlafräume und Naja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass die Gute-Hütte so aufgebaut ist, es gibt zwar aufgeteilte Schlafräume, aber die Wände gehen nicht bis ganz nach oben. Heißt, das Ganze ist eigentlich letztendlich ein großer Raum, der nur in verschiedene Abteile unterteilt ist. Dementsprechend ist das Ganze sehr hellhörig. So, ist 2 Meter. Sechs gibt's Abendessen. Und jetzt noch mal ins Bett. Und dann um 2 Uhr raus. Ne, um 1.30 Uhr raus. Ja. Ist echt ganz gemütlich hier. Die haben richtige Betten, richtige Bettwäsche. Aber die Betten waren sehr bequem. Und es stinkt. Und es stinkt sehr krass da drin. Ja, nach was riecht das da so? Menschen. Fuß. Furz. Und
Und ausgepennt? Ja, richtig ausgepennt. Ja, wir haben hier gerade Mittagsschlaf gemacht. Deine Mittagsschlaf, 4 Stunden, Dinner. Jetzt gibt's dann Dinner. Wieder pennen und tun 2 Frühstück. Hier haben sie alle Register gezogen jetzt. Gut. Ja. Gut. Bock, gut. Okay. Ja, 7 Uhr, wir gehen wieder pennen. Sag gute Nacht, Gassi. Ja, gute Nacht. Der Gipfeltag hat für mich begonnen um 12:45. Ich konnte nicht mehr schlafen. Um 1:30 sind dann alle eigentlich aufgestanden. Um 2 Uhr gab's Frühstück. Um 2:30 hat man sich dann gemeinsam fertig gemacht. Ich fand, es war eine sehr, sehr angenehme Gemeinschaft. Jeder hat am selben Strang gezogen. Es war ein großes Team, was an dem Tag den Gipfel erreichen wollte. Man hat sich gegenseitig geholfen. Das kann ich so nicht von den Bergen. Fand ich sehr, sehr cool. Das muss ich also auch sagen, dass diese gemeinsame Vorbereitung von mehreren Seilschaften und dieses gemeinsame Losgehen wirklich, das hat irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, obwohl man die anderen natürlich nicht kannte. Aber irgendwie hat man sich trotzdem so als ein großes Team gefühlt und das hat sich dort wirklich bemerkbar gemacht. Das hat sich dann am Berg auch abgezeichnet. Wir waren relativ in der Mitte gestartet. Man hat vor sich und hinter sich eben diese Schlangen aus Kopflampen einfach gesehen. Und es war ein großer Zug nach oben. Ich würde sagen, es waren ungefähr 50 Kletterer an dem Tag. Das kommt hin, ja. Was vielleicht ganz gut war, in dem Moment, wo wir losgegangen sind, da war es so 2:30, hat man natürlich nichts gesehen. Das heißt, wir wussten gar nicht so richtig, wie weit der Weg eigentlich ist, den wir vor uns haben. Und erst beim Abstieg haben wir dann überhaupt realisiert, was wir eigentlich da hochgelaufen sind. Das war eine sehr milde Nacht. Wir sind ohne lange Unterwäsche los. Boah, ist das der Beginn von einem Buch, oder? Das war eine milde Sache. Beim Aufstieg war komplette Stille angesagt. Jeder hat so mit sich selber zu tun gehabt. Fuck. Ungefähr zum Sonnenaufgang sind uns dann erste Bergsteiger auch wieder entgegengekommen, die einfach den Berg ein bisschen unterschätzt hatten oder so. Das war einfach nicht der Tag. Und wir haben aber einfach unser Ding durchgezogen, es hat gut geklappt. Für jeden, den es interessiert, warum wir das machen. Freiheit. Meter. Leck mich am Arsch, ich kann überhaupt nichts mehr. 100 Meter unterm Ziel. Das ist wunderschön. Ah, darf ich wieder weg? Darf ich wieder. Wie schön ist das da hinten? Ich muss richtig kacken langsam. Ich auch. Meine Schürze. Ey, die riechen mittlerweile nach irgendwas, ich weiß nicht, nach Erdöl. Ja, aber so ein Nebenprodukt von Erdöl, so irgendwas in der Raffinerie. Irgendwas, was schon seit Jahrmillionen unter der Erde lauert. Ja, eigentlich. Und sobald du es anstichst, testest du damit alles. Ja, ich glaube, das ist ja wie schwarze Materie. Wenn du ein Feuerzeug dran hältst oder so, kannst du so eine Kleinstadt für ziemlich lang. Du hast doch gerade gefurzt, oder nicht? Gerade nicht, aber das kann von vorher sein. Also oder ist das noch glaube, von mir? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einen neuartigen Treibstoff entwickelt. Ja. Gut, komm, wir machen mal entspannt. Unsere Gehirne funktioniert, glaube ich, nicht mehr so richtig. Und kurz nach dem Sonnenaufgang waren wir dann oben. Muss mich nicht angucken. Also das hier ist noch nicht der Summit. Als wir dann die letzten Schritte hoch zum Gipfel gemacht hatten, breitete sich bei mir zumindest irgendwie einfach so ein Gefühl der Erleichterung aus, weil ich da einfach realisiert hatte, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es. Oh. Fuck. Puh. Jetzt noch einen Abflug gemacht. Kein Scheiß, Alter, ich könnte flennen. Mein Gott.
Ich sag nur eins. Gazi Sherpa, Mont Blanc, One Time Summit. Kannst du dann nochmal erzählen, wie ich dich auf den Mont Blanc geschleppt habe, ne? Ja, genau. Ja. Wir waren wirklich auf dem Dach Europas angekommen. Ja. Ja, pure Glücksgefühle. Aus dem Tal, ohne Hilfsmittel, aufs Dach von Europa, Alter. Genau in dem Moment sind wir die Menschen, die am höchsten stehen in ganz Europa. Außer die da drüben. Außer die da drüben, da müssen wir jetzt hin. Wir müssen noch einen Meter, können wir noch höher. Ja. War wirklich einfach es war pure einfach Freude. Wahnsinn. Hatte ich so auch noch nie. Obwohl man ja sagt, ein Berg gehört erst einem, wenn man wieder unten angekommen ist, war es da aber schon so, wir haben es geschafft. Das ist es jetzt. Ja. Und es war einfach, ja, stolz. Der Ausblick ist unvorstellbar. Ich hoffe, die GoPro kriegt das irgendwie hin. Also, ich höre dir, ich hätte mir vor 2 Jahren noch niemals erträumen lassen, dass ich jemals auf dem Mont Blanc stehen werde. Aber, ja. Ich wusste. Du wusstest, ja. Ja, wir haben uns immer wieder gesteigert. Immer größere Herausforderung. Was stimmt da hier? So, warte. Jetzt sind wir die Höchsten. Na, jetzt kommt mir das da höher vor. Egal, wir sind alle die Höchsten. Das war eigentlich stolz, ehrlich. Ich war auch sehr stolz. Ich gebe es ungern zu, aber ich war krass stolz auf uns auf jeden Fall. Ja. Auch auf dem Flo? Auch in der Form auch auf dem Flo, klar. Ich meine, die Entscheidung zu treffen, ich hätte es nicht getroffen. Nee, ich war, in dem Moment war ich wirklich froh auf uns alle. Klar, dass wir es geschafft haben, aber auch, dass der Flo die Eier hatte, da zu sagen, er will nicht. Ich weiß, dass es auch sein Traum war in dem Moment. Und ich glaube, wir beide wären blöd gewesen, drauf zu gehen, bevor er mal runtergegangen wäre. Und das, ich glaube, dass der Flo hat die vernünftige, erwachsene Entscheidung getroffen. Ich kann nur sagen, in dem Moment, wo wir da oben standen und man einfach gesehen hat, dass jeder Berg um einen herum einfach zu unseren Füßen lag, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Aber wir brauchen Gipfelbilder. Der Witz war, wir haben andere Kletterer als Stativ benutzt und waren uns aber selber noch nicht so einig, wie wir es machen wollen. Jetzt hat er die neue. Meine Kamera. Und unser italienisches Stativ hier hat überhaupt nicht verstanden, was wir wollten. Monterosa, Cervino, Gran Jerez. Da weiß man, warum man Berge besteigt. Ja. Das war wirklich Wahnsinn und wir hatten auch wirklich richtig gute Sicht. Man konnte kilometerweit sehen und war ein perfektes Wetter. Man konnte in alle Richtungen unbegrenzt schauen. Das war gigantisch. Ich will die Tour hier meinem Opa widmen. Der hat mich früher immer mit auf Berge geholt und ich habe nie verstanden, was das soll. Ich fand es nicht cool und so. Und als ich dann verstanden habe, worum es geht, war er zu alt, dass wir zusammen gehen können. Aber immer wenn wir dann vom Berg kamen, habe ich ein Video geschnitten und dann habe ich es ihm gezeigt und dann meine Mutter. Ja, da haben wir die geguckt und der ist auch sein ganzes Leben in Berge bestiegen und war zäh wie Leder. Im Februar ist er gestorben und ich war viel zu selten da, weil ich halt immer irgendwas Wichtigeres zu tun hatte. Das bereue ich jetzt. Aber in den letzten Tagen war ich da und konnte nichts machen, außer beim Sterben zu gucken. Das war echt scheiße. Ja, und jetzt kann er wieder gehen, wohin er will. Ja, und ich glaube, er ist hier mit uns und passt auf. Und ist stolz.